Guten Morgen. So. Kind ist in der Schule. Die anderen Kinder haben wir jetzt zur Kita gebracht, zusammen. Marlies ist recht spät los heute. Das ist wohl wahr. Jetzt gibt's Frühstück, auch wie immer. Und schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Was passiert denn jetzt hier? Ich tue das auch nicht rein. Ja, mach mal. Aber ich esse Salami und Cornflakes. Salami mit Cornflakes, genau. Das ist mein Kind. Hier ist auch Cornflakes und du isst auch Cornflakes. Die Serie wird sich eine leichte Runde gemacht zum Abendbrot. Ja, es ist schon wieder Abendbrot und heute war wohl einer der vollsten Tage in der Geschichte, seit Tommy auf der Welt ist. So, absolut marianisch gemacht, absolut janisch, ist der geilste Vlog ever. Ich lade ihn in Echtzeit hoch, in Aktivitätsstunden, die ich hatte. So ungefähr 6 Minuten. Papa, soll ich hier also, ein bisschen, na, gütig, wir haben ein bisschen da rein tun? Ja, mach doch. Mach es schon. Enorm. Du darfst die Kacke. Mach mal auch Kakao. Ich meine, ich habe ja frei. Ich darf das ja. Also frei haben heißt ja bei mir zwar nicht frei zu haben. So. Aber man kümmert sich ja doch, reicht jetzt auch gleich. Aber heute war es mal so. Oh, heute war es mal so. Also ich muss. Dann man kümmert sich ein bisschen um die Kinder. Und ansonsten, wir haben echt im Bett gelegen. Marlies! Ja, und Tommy. Einfach im Bett liegen und gepennt. Hey, was für ein Tag. Gut, wir sehen uns morgen wieder. Ich bin fest beschämt, aber ich werde wahrscheinlich jetzt dafür die Nacht noch ein bisschen was machen. Ich werde jetzt kurz gleich noch nach dem Abendbrot schneiden und hochladen. Ich weiß ja nicht, warum ich essen muss. Ich kann eigentlich nicht die Tage nicht mehr ran. Ich finde es ganz witzig. Sagst du tschüss? Tschüss! Wow! Tschüss! Da, sie hat gewunken. Tschüss! 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 Naja, eine Aufgabe machen wir heute doch noch, und zwar plündere ich gerade ein Briefmarkenalbum. Und zwar war ja auch ein Briefmarkenalbum bei mit Werten, mit gültigen Werten. Und da habe ich jetzt einmal immer gestempelte Version, hier, alle gestempelt, und daneben immer die ungestempelten. Und 56 Cent sind 56 Cent, also nehme ich die natürlich raus und habe ich hier das ganze Album voll. Na, manchmal eben nur hier 5 Cent, wie hier. Manchmal aber eben auch 2,20 Euro da. Oder hier ein ganzer Wohlfahrtssatz. Oder so was, Fußball-Weltmeisterschaftssatz. Oder hier, fast 2 Euro. Ja, und davon habe ich hier 4 oder 5 Alben voll mit den Dingern. Und die muss ich natürlich jetzt alle plündern. Und stecke ich alle in Wertealbum sozusagen drin. Und das wird dann verkauft für einen Tausender oder was weiß ich. Irgendwie so, wenn ich das mache. Das muss man vorsichtig machen. Ja, weil sonst die Marken beschädigt werden. Obwohl, wie gesagt, bei den Wertemarken ist es nicht ganz so schlimm. Es ist nur für die Sammler ist es natürlich interessant, dass hier Marken in Ordnung bleiben. Weil das sind ja teilweise Marken 2001, 2002, die kriegst du heute nur nicht mehr. So, ohne weiteres, musst halt suchen. Ne? Also es gibt schon, natürlich ist nichts bei, was selten ist. Aber es ist schwer, die zu finden. So, jetzt mache ich mal weiter. Ja. Damit es ein bisschen schneller geht. Weil ansonsten, ich hab 4 Seiten jetzt, 4 Alben zu machen. Heute. Und die will ich. Fertig haben. Trabant P50. Wow. Wohlfahrtspflege Deutschland. Nee, ist gut. Hab schon. Das ist übrigens das Auto, was wir gesehen haben bei Mercedes, weißt du noch? Mhm. Der hier? Mhm. Wo wir da waren? Friedrichstraße. Mhm. Ich kenne bloß so ein Auto. Das blaue Auto, wo wir da waren, in der Friedrichstraße. Ah ja, da. Dieses wunderschöne Auto.
Weißt du, ich kenne sogar so ein Auto bei Mr. Incredible. Der hat sogar so ein Auto gekauft. Und das sieht aus, als ob das Flügel hat oder Haare. Darf ich die machen, weil die sind ja gleich für mich. Oh, sind das viel. Guck mal, die hier sind gar nicht gemacht. Eins. Zwei. Drei. 1,44. Ach, okay. Wird irgendwann auch weniger. Wird irgendwann auch aussterben mit den Briefmarken. Die nächste Seite kannst du mitmachen. Machen. Okay. Ja, hier diese Schnipselmarken, die mach ich mal. Ja, aber die sind zu klein. Jetzt haben wir 45 Cent. 45 Cent, 55 Cent, 1 Euro und 1,60 Euro. Und sie sind, oh mein Gott, wie viele Euro? 1,60 Euro. Oh, viel. Oh, ja, hier, jetzt sind die alle nochmal gestempelt. Die von hier waren, das bin ich. Da haben wir nochmal 1 Euro. Ich steck so auch noch mit dazu. Okay, ich steck den Euro mit dazu. Philatelie. Ja, es ist halt auch nicht die richtige Pinzette. Ich weiß. Na, aber das ist, ist einfach nur besser zum Greifen. Hier. So. 1,44 Euro kommt nochmal. 2,20 Euro da. 1,44 Euro nochmal und 45. Wie gesagt, da kommt es nicht auf Sammler. Deswegen ist es ideal, wenn man so mit der Hand anfasst. Bei Sammlermarken darf man das nämlich nicht machen. Bei richtig alten Marken. Aber das sind keine alten. Das sind neue, also relativ neue. Also würde ich. Vom Randstück aus. Ja. Immer vom Randstück aus. Ja, das machen wir jetzt auf alle Fälle noch eine Weile. Weil, wie gesagt, also zumindest ich mache das noch eine Weile. Okay. Und Anouk wird dann irgendwann ins Bett abhuschen. Okay. So sieht das aus. Dann haben wir immer hier, immer hier. Und seit 90. Genau, deswegen, also ein bisschen was ist immer dabei. Ein bisschen Geld wird jeden Tag verdient hier hoffentlich. Muss ja auch, sonst kann ich den Laden hier nicht am Laufen mehr halten. Gut, ich mal weiter. Größter Markenwert bisher 4,10 Euro. 4,10 Euro. Da. Schön, der Preis. Das hätte ich gerne mehr. Da können sie alle kommen. Guck dir mir noch mal von innen an, von der Schachtel. Genau, mach das mal. 4,10 Euro gefällt mir sehr. So, jetzt aber. Ein Album ist voll, komplett mit Werten. Deswegen wird das 200, 300 Euro wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung. Komplett Werte. Muss man schauen, ne? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist, wie viel das ist. Aber müssen wir halt mal schauen. Also. Und halt ein paar hundert Euro wahrscheinlich, ne? Schauen wir mal. Jetzt wird kurz hochgeladen. Das war's für heute. Dann sehen wir uns morgen. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.